bin noch mal ein paar Minuten rausgegangen, noch mal ein bisschen sportlich betätigen. Gerade mache ich noch mal eine Pause, damit ich nicht ganz so sehr schnaufe, wenn ich mit Ihnen hier rede, bevor gleich Amerika richtig losgeht. Ich muss hier nun wieder mal hingucken. Das ist nämlich ein sehr eigenartiger Weg hier. Sie sehen, das ist blinkt im Hintergrund. Das ist ganz interessant. Manche Straßen, das sieht fast eher aus wie eine Landebahn, wie eine Runway, wo hier die Lampen da an- und ausgehen die ganze Zeit. Also es ist sehr abgefahren. Na gut, also Lampen an und aus, nicht ganz so wichtig. DAX wäre viel spannender. Heute war DAX Thema des Tages mit mehreren Updates gleich hier im Trade des Tages. Ich hatte am Anfang ja schon darauf hingewiesen, worauf es mir ankommt, worauf ich Wert lege eigentlich, und habe dann im Nachgang ein paar Mal die Marken nochmal angepasst, denn der Markt hat sich ja durchaus tapfer bewegt und die Korrektur sogar noch ein bisschen größer werden lassen, als sie am Anfang zumindest aussah, und das war mir ja durchaus lieb. Also wir werden jetzt gucken, ob der Markt tatsächlich den Bruch da nach unten schafft oder nicht. Wenn er es eben nicht tut, dann halt nicht, aber wenn er sich nochmal da auf dem Weg nach unten unterwegs, auf den Weg begibt sozusagen, dann ist die Richtung, die wir da eingeschlagen haben, vielleicht nicht die schlechteste. Also vielleicht ist das ein ganz interessanter Handelsansatz. Stopseitig hatte ich auch ein bisschen was erwähnt. Ich will das einfach nochmal so ein bisschen rekapitulieren und für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, vielleicht nochmal den Hinweis geben. Gucken Sie sich es einfach mal an. Es ist ja kostenfrei. Sie können es ja einfach mal so sich anschauen. Verschiedene Stoppmöglichkeiten. Ich mag natürlich eigentlich am liebsten, das gebe ich ganz ehrlich zu, sowas wie Stops nachziehen auf bestimmte Zwischenhochs. Das ist allerdings für den Trade des Tages nicht immer die einfachste Variante vom Handling, und deshalb habe ich gesagt, auch für Sie zu Hause möglicherweise, wenn Sie nach einem Stop suchen und noch nicht so richtig wissen, wie Sie es machen sollen und mit dem Hochs und Tiefs immer da durcheinander kommen, da kann es durchaus sein, dass Varianten wie zum Beispiel der Parabolics oder aber auch der Supertrend oder aber auch sowas wie gleitende Durchschnitte oder aber was weiß ich was alles, dass die eine echte Alternative nochmal darstellen könnten. Deshalb habe ich gedacht, die nenne ich Ihnen nochmal, damit Sie ein bisschen Alternativen auch haben, und habe das mal hier gleich in die Anwendung gebracht. Mal gucken, inwieweit das hier für diesen Trade dann sinnvoll greift. Das wird man sehen. Es gibt leider nie die beste Variante für einen Stop. Das ist zwar ein Wunsch, dass man sagt, Mensch, welches ist denn wirklich das beste Stop-Verfahren? Das ist Quatsch. So funktioniert die Börse nicht. Man kann nie im Vorhinein sagen, das ist die einzige und die beste Variante, sondern das ist mal so, mal so. Und deshalb sage ich, welche Sie raussuchen, ist eigentlich nicht ganz so wichtig. Gucken Sie eine, die für Sie passt, die Sie auch handeln können und die nicht unbedingt die ganz doofe ist. Und deshalb versuche ich immer mal hier welche vorzustellen, um Ihnen ein paar Varianten anzubieten, die Sie mal vielleicht ausprobieren können, ob Sie damit arbeiten können. Ich muss immer mal nach vorne gucken. Ich muss nämlich gestehen, es gibt hier mitunter ganz schöne Oschis an Spinnen. Und die hängen sich hier manchmal hier, Sie sehen es ja, ich bin ein bisschen hier außerhalb heute unterwegs. Zumindest mal der normalen offiziellen Routen. Das sieht hier ziemlich, naja, einfach aus schon. Und da hatte ich eben schon mal das Erlebnis, dass ich gelaufen bin und dann hing da so fast auf Augenhöhe da einer runter oder eine runter, je nachdem. Und hat gesagt, den gucke ich mir mal genauer an. Und das fand ich dann nicht so witzig, da gerade so halbwegs auf Mundhöhe dann die Dinger da hängen zu haben. Deshalb muss ich nach vorne gucken. Also nach vorne gucken ist auch das richtige Stichwort. Was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich aus meiner Sicht nicht so sehr viel. Morgen wird es nochmal spannend. Datentechnisch, heute haben wir noch Daten aus Amerika. 16 Uhr nach der Eröffnung gibt es nochmal die Pending Home Sales, wenn ich es richtig weiß. Auch die können nochmal für ein bisschen Bewegung sorgen. Ob das jetzt der Bringer schlechthin ist, ist mal dahingestellt. Aber es ist durchaus nicht unrealistisch, dass da auch ein bisschen Bewegung nachher dann nochmal kommt. Ansonsten dann natürlich freitags gibt es auch nochmal da. Ich muss gestehen, ich komme jetzt nicht drauf, was morgen nochmal für Daten waren. Ich glaube, es war sogar GDP-Daten. Gucken Sie selber nochmal nach, können wir vielleicht dann morgen im Video nochmal klären. Aber insofern heute jetzt nach 16 Uhr meines Wissens zumindest nicht mehr so was ganz wirklich Relevantes. Naja gut, also für heute will ich es gewesen oder dabei belassen, was ich jetzt gesagt habe. Total unkonzentriert, wie Sie es sehen. Aber ich will jetzt auch gleich wieder an den Tisch ran. Deshalb würde ich sagen, ich habe nämlich noch ein bisschen Weg vor mir. Ich mache mich auf denselbigen und wünsche uns allen heute einen wunderbaren Handelstag noch. Und da freue ich mich, wenn wir uns dann morgen wiedersehen. Bis dahin alles Gute. Tschüss.